Ich bin Stefan Pieris, Innenverteidiger Nummer 4 vom SV Westhofen. Mein Name ist Florian Gebel, Stürmer vom SV Westhofen. Und wir sollen den zweiten Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 tippen. So, ich fange an. SV Hohköppel gegen FV Wiel 2. Hohköppel hat erst Spiel verloren. Ich glaube, die gewinnen knapp 2:0. Zweites Spiel DSK Köln gegen Germania Gaien. Da tippe ich auf der Asche ein 2:2. Drittes Spiel. Unsere Nachbarn, Spielvereinigung Pochs gegen Heiligenhauser SV. Heiligenhaus hat sehr stark gewonnen im ersten Spiel. Pochs aber zu Hause eigentlich nur defensiv macht, tippe ich ein 2:2. Dann Reingold Poll, gegen die wir am ersten Spieltag 6:1 gewonnen haben, gegen TuS Lindlar. Ja, wir haben im ersten Spieltag sehr stark gespielt und deswegen tippe ich, dass die Poller ein bisschen auf Wiedergutmachung aus sind und ich tippe auf ein 2:1 für Poll. SV Weiden gegen SV Friedingsdorf. SV Weiden hat in der ersten Spiel wieder verloren. Ich denke, tippe auf ein 1:3 für Friedingsdorf. Dann haben wir den SSV Berzdorf gegen SG Worringen. Boah, die beiden Mannschaften sagen mir eigentlich nichts. Ich tippe einfach mal blind auf ein 0:2. Dann haben wir noch Rhein-Süd-Köln gegen Spielvereinigung Flittert. Da kenne ich den Wolle Rieger, den Trainer von Rhein-Süd, und kenne auch den Benny Schiemer von Flittert. Ich tippe auf ein 3:3. TuS Maria Linden gegen SV Westhofen. Maria Linden hat im ersten Spiel hoch verloren. Das Spiel sollten wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber dennoch tippe ich auf einen 3:0 Auswärtssieg für den SV Westhofen. Vielen Dank und alles Gute, meine Freunde.